In einer Moschee in Afghanistan explodierte Mitte Februar eine Bombe. 30 Moslems starben. Die Detonation erfolgte im Bezirk Daulat Abad, nordwestlich von Mazar-i-Sharif. Dort befindet sich das größte Feldlager der Bundeswehr außerhalb Deutschlands. Aber nahezu die komplette deutsche Medienlandschaft verschwieg den Vorfall. Warum, wird klar, wenn man sich genauer ansieht, was hier geschah. Denn es handelte sich nicht um einen Anschlag auf eine Moschee, dann wäre mit Sicherheit breit berichtet worden. Nein, in der Moschee wurde an einer Bombe gebastelt. Und zwar von den Taliban. Die Gotteskrieger machten wohl einen Fehler beim Zusammenbau des Sprengsatzes, sodass sich 30 Dschihadisten selbst in die Luft jagten. Das afghanische Verteidigungsministerium informierte am 13. Februar über die Einzelheiten. Unter den 30 Toten seien 6 Ausländer, was darauf schließen lässt, dass die ebenfalls in Afghanistan operierenden Terrorgruppen Al-Qaida und Islamischer Staat an diesen Anschlagsvorbereitungen beteiligt waren. Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid dementierte zwar und behauptete, dass die Explosion in einem leeren Raum erfolgt sei und es keine Opfer gegeben habe. Aber das ist natürlich eine ganz bewusste Verschleierung des Geschehens, praktizierte Takia, Täuschung der Ungläubigen. Autobomben und am Wegesrand deponierte Sprengsätze gehören zu den Standardwaffen der radikal-islamischen Taliban im Kampf gegen die Regierung in Kabul, die als Feind des Islams angesehen wird. Am gleichen Tag, als die Meldung über die Explosion in der Moschee bekannt wurde, zündete ein Selbstmordattentäter eine Autobombe bei einem Kontrollpunkt in der Südprovinz Kandahar. 12 Polizisten wurden verletzt. In Kunar, östlich von Kabul, wurden bei einem Angriff 5 Polizisten getötet. Über die Bombenexplosion in der Moschee berichteten in Deutschland nur der Focus und T-Online. Für alle anderen Mainstream-Medien stimmte vermutlich das Narrativ nicht. Erstens waren Moslems nicht die Opfer, sondern selbst die Täter. Zweitens macht sich die Nachricht nicht sonderlich gut fürs Islam-Image, wenn in einer Moschee Bomben gebaut werden. Schließlich sind Moscheen doch Gotteshäuser, in denen nur gebetet wird, oder? Man muss es immer und immer wieder betonen. Der Islam ist eben bei weitem nicht nur eine Religion, sondern vor allem auch eine politische Ideologie. Dieser politische Islam macht einen Großteil des Gesamtkonstruktes Islam aus, hat einen weltlichen Machtanspruch mit Kampf- und Kriegslegitimation, bestimmt Gesetze und regelt das Zusammenleben der Menschen bis ins Detail. So sind Moscheen in der 1400-jährigen Geschichte des Islams schon immer nicht nur Orte zum Beten, sondern auch Treffpunkte für Versammlungen, Beratungen und auch Planungen von Kriegszügen gewesen. Daher wundert es nicht, dass die Taliban ihre Bombe in einer Moschee zusammenbauten. Es gehört keine große Fantasie dazu, um zu vermuten, was in Afghanistan passiert, wenn im Herbst die Truppen der USA Afghanistan verlassen. Als Stichtag haben sich die Amerikaner bezeichnenderweise den 20. Jahrestag des bisher größten Terroranschlags des politischen Islams am 11. September herausgesucht, der maßgeblich von Afghanistan aus geplant worden war. Da die USA das weitaus größte Truppenkontingent in Afghanistan stellen, macht ein weiterer Verbleib auch für die NATO aus Sicherheitsaspekten heraus keinen Sinn mehr. In den nächsten Monaten sollen sich auch ihre Soldaten nach und nach zurückziehen. Experten wie Simon Diggins, der ehemalige britische Militärattaché in Kabul, befürchten, dass ein Abzug den Taliban grünes Licht für die Übernahme gibt. Dann dürfte aus Afghanistan wieder ein islamischer Staat mit der strengen Scharia als Gesetzgebung werden. Frauen werden dann die wenigen Rechte, die sie unter der jetzigen Regierung mit Unterstützung der Alliierten bekommen haben, wieder verlieren. Lehrerinnen in Schulen werden dann sehr schnell der Vergangenheit angehören, denn die Taliban verbieten Frauen das Arbeiten. Mädchen dürfen die Schule dann auch nur noch bis zu ihrem 8. Lebensjahr besuchen. Bis dahin wird ihnen nur der Inhalt des Korans gelehrt. Wikipedia hat dokumentiert, was die Taliban während ihrer Herrschaft den Frauen vorgeschrieben haben. Ab dem Alter
Von 8 Jahren dürfen Mädchen nicht mehr mit Männern in direktem Kontakt stehen, die nicht mit ihnen blutsverwandt oder angeheiratet sind. Frauen dürfen nicht ohne einen männlichen Blutsverwandten und ohne Burka auf die Straße. Sie dürfen keine Schuhe mit hohem Absatz tragen, damit kein Mann die Schritte einer Frau hören und dadurch erregt werden kann. Sie dürfen in der Öffentlichkeit nicht laut sprechen, da kein Fremder die Stimme einer Frau hören soll. Alle Fenster im Erdgeschoss und im ersten Stock sollen zugemalt oder abgeschirmt werden, damit Frauen in ihren Wohnungen von der Straße aus nicht gesehen werden können. Das Fotografieren oder Filmen von Frauen ist strengstens verboten, ebenso das Zeigen von Bildern mit weiblichen Personen in Magazinen, Büchern, Zeitungen, Geschäften oder im eigenen Heim. Frauen dürfen sich nicht auf der Terrasse oder dem Balkon ihrer Wohnung oder ihres Hauses aufhalten. Frauen dürfen nicht im Radio, TV und öffentlichen Versammlungen auftreten. Sie dürfen keinen Nagellack auftragen und auch keine farbenfrohe Kleidung tragen, da dies als sexuell attraktiv angesehen wird. Ein Erlass der Taliban aus dem Jahre 1996 lautete: Wenn sich Frauen mit modischer, geschmückter, enger und reizvoller Kleidung außer Haus zeigen, werden sie von der islamischen Scharia verdammt und kommen niemals in den Himmel. Verboten ist Frauen auch das Fahren mit Fahrrad oder Motorrad. Sie dürfen ohne ihren Mann kein Taxi benutzen. Die Taliban hatten auch getrennte Busbetriebe eingeführt, damit sich Männer und Frauen nicht im selben Bus befinden. Die gezwungene Zurückgezogenheit der Frauen löste während der Taliban-Herrschaft im Islamischen Emirat Afghanistan von 1996 bis 2001 oft Stress, Isolation und Depressionen aus. Eine Umfrage unter 160 Frauen ergab laut Wikipedia, dass 97% Symptome einer schweren Depression aufwiesen. 71% klagten über eine Verschlechterung ihres körperlichen Wohlbefindens. Die Kabuler Schriftstellerin Latifa schrieb in ihrem Buch »Mein verbotenes Gesicht – Aufwachsen unter den Taliban«, das im März 2002 veröffentlicht wurde: Die Wohnung gleicht einem Gefängnis oder Krankenhaus. Die Stille lastet schwer auf uns allen. Da niemand von uns etwas macht, haben wir auch nichts, worüber wir reden können. Unfähig, unsere Gefühle preiszugeben, ziehen wir uns in unsere eigene Angst und Verzweiflung zurück. Da wir alle im gleichen schwarzen Loch sitzen, ist es sinnlos, immer und immer wieder zu wiederholen, dass wir nicht klar sehen können. Die Frankfurter Rundschau veröffentlichte am 28. Januar 2002 eine Buchbesprechung. Diese Biografie der 21-jährigen Afghanin, die heute im Exil in Paris lebt, ist ein einfühlsamer Bericht einer Frau aus der Stadt, die durch den Einmarsch der Taliban aus einem modernen Leben in ein Gefängnis gerät. Die gemeinsam mit einer Journalistin geschriebene Lebensbeschreibung macht eindringlich deutlich, wie jäh sich das Leben eines modernen Teenagers unter der Gewaltherrschaft der Taliban veränderte. Dieses sowohl aufsehenerregende wie auch schockierende Buch wurde 2003 auf Deutsch herausgebracht. Aus der Rezension des Kulturmagazins Perlentaucher: Zunächst wehrt sich Latifa gegen die von den Taliban erlassenen Vorschriften, doch ihr Entsetzen über die neue Unfreiheit weicht bald panischer Angst. Denn Prügelstrafen für kleinste Vergehen und öffentliche Demütigungen untermauern die rabiate Herrschaft der Taliban. Latifa kämpft gegen die überwältigenden Gefühle von Hilflosigkeit und Verzweiflung. Mutig gründet sie eine illegale Schule für junge Mädchen bei sich zu Hause, bis sie vor der Unterdrückung in ihrer Heimat fliehen kann. Mit schmerzhafter Deutlichkeit beschreibt Latifa, wie ihre Welt zerstört wurde im Namen einer fanatischen Weltanschauung. Diese fanatische Weltanschauung ist der politische Islam. Und der droht jetzt zurückzukehren, wenn die alliierten Truppen im Herbst aus Afghanistan abgezogen sind. Die Taliban werden alles dran setzen, die Macht wiederzubekommen und die Scharia in ihrem kompletten Umfang als geltendes Gesetz zu installieren.
Diese Taliban berufen sich, wie auch Al-Qaida und der Islamische Staat, auf den Koran und den Propheten Mohammed. Der Begriff Taliban kommt vom arabischen Talib und bedeutet Schüler. Das Islamische Emirat Afghanistan, das die Taliban 1996 errichteten, wurde vom Mutterland des Islams, Saudi-Arabien, diplomatisch anerkannt. Außerdem vom Nachbarland der Islamischen Republik Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen Dubai, Abu Dhabi und Sharjah gehören. Der Emir von Sharjah finanzierte übrigens die Moschee von Imam Bayram Beyamin Idris im oberbayerischen Penzberg. Wenn die Taliban ihr Herrschaftssystem errichtet haben, könnte es auch zum Wiederaufbau der Ausbildungslager kommen, in denen die Attentäter von 9/11 und anderen Terroranschlägen ausgebildet wurden. Der Export von Terroristen in die westliche Welt könnte die nächste Folge sein. In den 20 Jahren, in denen die Alliierten in Afghanistan waren, wurde es versäumt, auf die Ausschaltung des politischen Islams hinzuarbeiten. Man hätte eine ganze Generation junger Afghanen modern und mit demokratischer Gesinnung erziehen können. Aber dieses große Problem des politischen Islams wurde einfach ausgeklammert. So bekämpften die Alliierten immer nur Terrorsymptome an der Oberfläche, gingen aber nie an die Problematik an ihrer Wurzel ran, den ideologischen Grundlagen im politischen Islam. Diese existenzielle Bedrohung stellt sich in allen Ländern unserer Welt, in denen Moslems einen beträchtlichen Gesellschaftsanteil stellen und ihre fundamental orientierten Kräfte Zug um Zug an der Umwandlung der Gesellschaft in einen islamischen Staat arbeiten. Dies gilt es frühzeitig zu unterbinden. So wie es die österreichische Regierung vormacht, durch Verbot des politischen Islams.